Willkommen von der Connex 2014, wo wir hier das Asus Padfone S in der Hand haben. Heißt ein 9 Zoll Full HD Display mit einem LTE Smartphone drin, was wir dann gleich rausziehen werden. Wir sehen können natürlich, dass Full HD Display ist sehr schön, allerdings ein extrem großer Bildschirmrahmen drumherum. Der ist mindestens 2 oder 1,5 Finger dick hier, wie ihr sehen könnt. Trotzdem ein sehr schickes Gerät mit natürlich Android 4.4 installiert. Wir haben dieser Gorilla Glass 3 oben drüber gelegt auf das Full HD Display hier. Und übrigens, das Smartphone hat auch Gorilla Glass und ein Full HD 5 Zoll Display. Ich kann es mal kurz hier rausnehmen und dann seht ihr auch schon, das Bild geht aus in dem Tablet. Und wir haben jetzt hier das Smartphone selbst, was dann natürlich geladen wird, wenn es hier angesteckt ist in dem Gerät. Das handelt sich jetzt hier gerade um das Weiße, aber es gibt es auch noch in Schwarz, wenn ihr das dann schöner findet. Was wir noch drin haben, ist natürlich LTE, 2300 mAh Akku hier drin, den wir sogar non-removable, also nicht tauschen können, und in dem Tablet selber sind nochmal 5000 mAh drin. Wir haben hier eine 13 Megapixel Kamera mit Blitz und vorne eine 2-Megapixel-Kamera, die können wir gleich mal ausprobieren und die Qualität uns anschauen. Hier könnt ihr sehen, die rückwärtige Kamera super schnell und schön, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn wir das Ganze mal kurz umdrehen, dann seht ihr auch hier, das schaut auch wunderbar aus, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen wie hier. Sonst 16 GB interner Speicher, 2 GB RAM. Und der Qualcomm MSM 8974B Prozessoren, Quad-Core 2,3 GHz. Anschlussmäßig Kopfhöreranschluss, Micro-USB, Lautstärkeregler und An- und Ausschalter. Wenn ich das Ganze hier wieder anstecke, kannst du kurz umdrehen und zeigen. Einfach reinstecken, schön fest runterdrücken. Hier, wie ihr sehen könnt, schöne Oberfläche, ist das Gerät auch schon wieder an und wir können das sofort hier weiter so verwenden, wie wir wollen. Hier finden wir nur einen USB-Anschluss, wo gerade Security Lock dran ist, 2 Lautsprecher und ansonsten keine weiteren Anschlüsse bis auf einen An- und Ausschalter hier oben in dem Gerät. Und das war es auch schon entsprechend mit dem ersten Hands-on hier des Asus Padfone S, auch PF500KL genannt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt von der Comdex 2014. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, den Schalter zu abonnieren.